Zu einer neuen Kunstausstellung hat die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin am Freitag eingeladen. In den Aquarellbildern vom Maler und Grafikdesigner Hans Träger wurden die romantisch anmutenden Aussichten von Schwerin festgehalten. Der 72-jährige gebürtige Berliner ließ sich von den architektonischen Perlen der alten Residenzstadt inspirieren. Außerdem möchte der Künstler im Laufe der Jahre sämtliche historischen Bauwerke der Stadt auf die Leinwand übertragen. Das anspruchsvolle Vorhaben entstand aus einer ungewöhnlichen Liebesbeziehung. Ja, wir sind eigentlich durch Zufall nach Schwerin gekommen, wir, meine Frau und ich. Wir haben in Baden-Württemberg gelebt und sahen durch Zufall mal eine Anzeige von den Schweriner Schlossfestspielen bzw. Opernfestspielen. Und da haben wir gesagt, da wir Opernliebhaber sind, das schauen wir uns doch mal an. Das haben wir dann mit einer Woche Urlaub verbunden, sind hierher gekommen und das war dann, muss man sagen, Liebe auf den ersten Blick. Seit 2006 lebt Hans Träger in seiner liebgewonnenen Wahlheimat Schwerin und hat sich in der Landeshauptstadt bereits einen Namen verdient. Die Ausstellung bei der Sparkasse ist ein weiteres Zeugnis dafür.